Fun Fact, man kann hier im Wasser sich rumbewegen mit den Stiefeln. Und jetzt mit den neuen Abilities, die wir in der letzten Folge alle erlernt haben, können wir ja hier weiterkommen tatsächlich, ja. Weil ich weiß nicht, ob ich einfach nur blind bin oder ob man darauf nicht kommen kann. Außer halt, man ist hobbylos. Aber, okay, doch, wenn man an die dran geht. Ich bin an den dran gegangen, aber scheinbar nicht lang genug. Ihr seht, die wollen alle tauschen. Und ihr wisst auch, dass wir goldene bekommen haben. Goldene Dinger. Und diese Steinstatuen, die wollen alle drei die goldenen drei haben, die wir haben. Und so kommen wir zum dritten Dungeon. Ja, guck dir die Affen erstmal so. Aber dann, wenn wir den fusen, sind sie glücklich. Yeah, ein Schlag noch. Ein Schlag noch. Bam. So, ich bin gespannt, wie der dritte Dungeon unten auf der Map dann aussehen wird. Und jetzt sag mir nicht, wir werden da nicht heute hinkommen. Also komm schon. Ruine des Windes. Laut Karte ist es direkt da hinten. Also los! Hast du noch was zu sagen? Wer hätte gedacht, dass hinter der Welt von Tabanta diese Ruine ist? Wahrscheinlich lebt hier einst ein Volk, das Element verehrte. Ja, wer weiß. Vielleicht finden wir bald noch mehr heraus. Aber erstmal springen wir mal hier diese Wand frei. Für ein Fragment. Ja, Klassiker, ne? Der Klassiker. Man kennt ihn. Hä? Was ist das denn für einer? Hallo? Er ist böse. Was zum... Oh Gott. Aua. Schwindemann. Oh. Der ist gruselig. Also die machen kaum Damage. Generell machen Gegner nicht kaum Damage, aber trotzdem sind sie gruselig, Mann. Aua. Piu. Stimm mal bitte. Oder bist du nicht echt? Hallo? Kumpel? Hallo? Okay. Er möchte nicht wach werden. Der andere ist sofort wach geworden, aber er möchte nicht. Warte mal ganz kurz. Warte mal einen Moment. Wie sieht das aus, wenn man hier kleiner wird? Sind da wieder Pilze oder ist da irgendwas anderes? Das möchte ich jetzt sehen, ob das hier anders ist. Weil in manchen Gebieten sieht es ja anders aus. Das ist auf jeden Fall so ein Gebiet, wo ich mir das vorstellen könnte. Ne, nur Pilze. Schade. Ja, sorry, mich interessiert sowas. Hui! Ach, hallo, kleiner Minish. Hi, diese Steinchen hat die Marionetten, die wir Minish 1 für die Menschen erschaffen haben. Das Geheimnis ist, man kann sie mit dem Schalter ein- und ausschalten. Schalter? Welchem denn? Danke. Aber mit welchem Schalter denn? Hm? Ups. Soll ich nicht. Dem Schalter an- und ausschalten. Hä? Warte mal, was? Aha, da kann man einfach reingehen in die Dinger. Warte mal, ist er jetzt nicht aggressiv? Oh doch, ja, das ist er aggressiv. Oh Gott, was mache ich hier nur? Naja, let's go. Okay, jetzt. Bam, bam, bam. Aua. Bam! 4 Hits und mehr halten sie auch nicht aus. Okay, krasse Abkürzung, die wir schaffen können, ne? Echt heftig. Boah, das hat sich gelohnt. Naja, was soll's. Muss den Rasenmäher spielen, warum nicht? Euch zerplätten, obwohl, wisst ihr was? Ich ignoriere euch einfach. Ja, so sehr geht ihr mir am Zeiger vorbei. Aha. Und man muss sogar alle killen hier. Um hier hochzuklettern. Interesting. Wo sind wir jetzt? Map sagt. Dauert noch ein Stückchen. Warte mal. Warte mal. Aha. Okay, ist ein gerader Weg. War mir gerade nicht sicher, ob es hier noch Abzweigungen gibt, aber nö. Ist ein linearer, gerader Weg. Dankeschön. Den nehme ich mit. Rubine kann ich alle gut gebrauchen. In der letzten Folge haben wir 200 Rubine verbraten für nichts. Deshalb kann ich das ganze Geld jetzt gebrauchen. Oh Gott, die hätte ich erstmal besiegen müssen. Ah! Und die sehen mich nicht. Zum Glück. Zum Glück sehen die mich nicht. Wenn ich so klein bin.
So, rein da. Aktivieren. Und den ganzen Weg wieder zurückrennen. Gameplay, meine Damen und Herren. Gameplay. Yeah. Aua. Das hat ein bisschen gezieht, aber ist in Ordnung. So, verschwinde mal bitte. Danke. Du auch bitte. Danke. Und vor allem du. Vor allem du. So, und jetzt kämpfen. Ah, ist eigentlich nichts krass. Sehen krass aus. Geben auch Geschenke, aber sonst können sie nichts. Hast du noch irgendwas? Nö. Gar nichts. Zwei von denen. Drei von denen. Okay, komm. Alle drauf einmal. Alle vier auf einmal. Hä? Was macht der denn? Renn weg. Ach so, wahrscheinlich hätte ich die ausschalten können, oder? Ah, schaut mal. Ich hätte den ausschalten, alle drei ausschalten können. Ach nee, doch nicht. Durfte ich nicht. Das hätte ich jetzt nicht. Diese beiden Special Kisten bekommen. Juhu, 100 Rubine und 50 Muscheln. Krass, 50 ist schon viel. Schon sehr, sehr viel. Hallo, Kumpel? Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, wenn ich raus und reingehe. Ist dann wieder da? Ja. Hä? Wie mache ich das? Wie mache ich das, dass er mich nicht sieht? Jetzt? Jetzt. Okay, von der Seite muss ich es ausmachen. Okay, schnell, schnell ausschalten. Sonst rennt er nämlich direkt vors Tor. Und das wäre nicht so hilfreich. Nein. Warte, kann ich jetzt die Steine hier kaputt schlagen? Yeah, mit unserer neuen Fähigkeit von der letzten Folge können wir jetzt die Steine zerschmanteln. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Die können wir jetzt auch einfach schlagen. Die können wir jetzt auch besiegen. Cool. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Okay, ist der Dungeon. Leute, wir sind im Dungeon. Tor des Windes. Hallöchen, Tor des Windes. Kann ich hier im dritten Dungeon vielleicht etwas Neues als Item bekommen? Ich meine, hier ist so viel Stein, Mauer, Weg. Hier ist auch was Grünes. Das ist so viele Wege. Kann ich überhaupt lang? Das ist ein Herzteil, das hätte ich gerne. Lass mal sehen. Nein, sieht bisher nicht so gut aus. Was auch immer das für ein komisches Ding da ist, was mich da verfolgt. Nope. Da komme ich noch nicht lang. Was ist mir hiermit? Die Ruine war offenbar in diesem Steilhang. Was? In diesem Steilhang verborgen. Mike, gib Acht auf die Fallen, die hier aufgestellt sind. Okay. Da kann ich jetzt Minischlink rein oder hin und her oder so. Da kann ich runterfallen? Aha. Oh! Ich kann die Skelettköpfe. Ich wurde elektrisiert! Ich kann die Köpfe kaputt machen. Und schaut mal, hier blaue Skelette. Das ist stylisch, Mann. Die finde ich voll stylisch, die blauen Skelette. Ach man, Kumpel, lass mich mal in Ruhe. Ich hab zu tun. Okay, der macht das Tor auf. Komm, stirb. Nein! Ach komm. Das, ah, das ist nervig. Was macht das hier? Schnell, 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 schnell. Eine Chest. Mit einem weiteren Fragment. Ich mache so viele von denen. Junge, Junge. Oh, nicht du schon wieder. Okay. Wie wär's mit der Bombe? Die mochtest du doch, oder? Doch, doch. Die Bomben, die waren dein Lieblingsspielzeug. Yeah. Was? Du droppst nichts? Alter, Aufwand für nichts. Warum sind die überall so Mauern? Das Gefühl, ich kann mich da irgendwie durchbauen. Vielleicht ist das Dungeon-Item ja eine Minecraft-Pickaxe. Wer weiß? Ihr wisst es wahrscheinlich, ich noch nicht. Aber wir werden es vielleicht sogar noch heute erfahren. Die werden lebendig. Warte mal. Warte mal einen Moment. Ich kann die Dinger doppelt angreifen. Komm, trau dich! Da kann sogar in der Luft fliegen, weil nicht echt ist.
Oh, aber den kann ich nicht angreifen. Ich will jetzt kleiner Link durch. Warte, ich kann jetzt kleiner Link da. Fahre ich da von oben vielleicht runter? Oh, schaut mal, das ist ja richtig, richtig cool. Man kann hier voll erkennen, wo man hinfällt. Boah, das sieht cool aus. Das gefällt mir. Okay, aber das ist für später, schätze ich mal. Aber jetzt im Moment kann ich ja noch nichts anfangen. Ich verstehe. Ich verstehe. Nochmal so. Und so. Denn jetzt. Wie bitte? Warum? Oder was normal? Und wir bitte hier durch. Ja, jetzt ist es aber falsch. Ja, hä? Warum hat es denn vorhin nicht funktioniert? Okay, keine Ahnung. Versuche es einfach nochmal. Hab ich irgendwas aus Versehen gemacht? Oder so? Keine Ahnung. Ne, jetzt geht's. Seltsam. Na gut. Aha, hier kann ich zu einem Minish werden. Ding, ding. Und hier auch die Türen entlang. Okay. Ich kann zum einen ihn erstmal aktivieren. Klack. Und ich kann hier entlang, ne? Yep. Richtig. Yep. Okay. Kumpel. Was geht ab, Kumpel? Du schmeißt mich da nicht runter. Nope. Das wird nichts, Kumpel. Das wird nichts. Und was macht das hier? Der Schlüssel! Der Schlüssel! Der Schlüssel! Hinterher! Na nun, ist das nicht gerade etwas runtergefallen? Oder bin ich blind? Nee, hast du den Schlüssel nicht gesehen? Der war so offensichtlich. Okay, wir haben einen Schlüssel erhalten. Wir haben hier noch zwei Tore, die wir noch nicht erkundet haben. Wahrscheinlich ist das hier der Anfang des Dungeons. Das, was wir gerade gemacht haben, ist eigentlich so... Das ist jetzt so mittendrin. Naja, egal. Das Spiel gibt mir die Entscheidung, es als erstes zu machen. Also mache ich doch als erstes. Warum nicht? Wenn ich es kann, dann kann ich es. Lol. Aber die Dinger sehen echt krass aus, diese blauen Skelette. Ich finde die voll stylisch. Das ist mal was Neues. Das gefällt mir. Stimmt, ich kann mal den Bogen als Angriffswaffe benutzen, weil ich sowieso hier ab und zu mal Pfeile finde. Klar, warum nicht? Hey, Kumpel! Nur 4 Hits diesmal. Weiß ich immer, 5 Hits? Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Verschwindet! Jetzt ist die Frage, links oder rechts? Links, rechts, links, rechts. Inne, mene, miste, rappelt in der Kiste. Inne, mene, meck, du bist jetzt weg. Geh mal rechts. Rigged! Naja, egal. Okay, links wäre Platforming angesagt gewesen. Was ist hier? Schnelligkeit. Puh, das war knapp, ich hätte Angst. Ich hätte Angst, dass wir da nicht heil durchkommen, Mann. Doch, zum Glück sind wir da halt durchgekommen. Oh Gott, was seid ihr für welche? Was bist du? Ist das eine Hand? Ist das eine Hand darstellen? So eine echte Hand? So eine Menschenhand? Keine Ahnung, was es darstellen sollte. Es sah sehr seltsam gespaltet aus, aber... Immerhin sind sie weg und sie haben mir ein Minish-Portal hinterlassen. Wollen wir das jetzt benutzen? Was gibt es hier? Oh, ich kann jetzt Minish durch. Und hier sind böse Buben. Kann ich da rüber? Moment. Jetzt. Aua. Ja, nicht in die Löcher fallen. Yes, das funktioniert. Aber alles umsonst, weil... Nee, nicht unbedingt. Okay, kuscheln in der Ecke rum. Mach das ruhig. Nicht unbedingt. Ja. Oh, der darf die Wand nicht berühren. Kann es sein, dass er deshalb vorhin gestorben ist? Der andere Link? Okay. Nee, ich brauche noch ein bisschen mehr Felder. Okay, warte mal. Ich glaube von hier bis hier.
Nee. Das ist schwierig. Weil das Problem ist halt, wie soll ich hier durchkommen? Mit den beiden. Ach, vielleicht mache ich es auch anders. Komm, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Mache ich mich erstmal zum Minischlink und schau, was man hier noch so, aua, noch so alles machen kann, erleben kann. Machen wir das. Ich denke, das wird eine ganz gute Idee sein. Dum, 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 dum. Links reicht nicht lang, oder? Verwandle mich wieder zurück. Hier kann ich nicht lang, oder? Hier nach links, oder? Doch. Nee. An den Treppen komme ich nicht vorbei. Ach Mann, ich will mich doch nicht immer verwandeln. Oh. So. Hier kann ich lang. Aber... hilft mir das? Ich bin nicht mehr stark genug als kleiner Mensch, um das zu aktivieren. Was will ich hier? Hä? Oder kann ich das... Nee. Keine Ahnung, was ich jetzt im Windeschlink machen möchte. Ich schätze, ich kann hier lang. Toll. Hä? Nee. Hm? Oh. Man kann die Dinger verschieben. Ja gut. Wenn das so ist. Habe ich hier noch was zum Verschieben? Kann ich irgendwas bewegen? Okay. Aber jetzt komme ich immer noch nicht weiter. Oder? Ich glaube nicht, dass mir das helfen würde. Von hier bis hier zu machen. Oder? Würde mir das irgendwie helfen? Nee. Nee, eigentlich nicht. Es sei denn... Ich überlege gerade. Nee. Soll ich hier durchkommen? Wie soll mir das helfen? Eins. Nee, das sind drei Felder Abstand. Jetzt bist du von hier bis hier. Hey? Irgendwie funktioniert das doch gar nicht. Eins, zwei, drei. Und der kann da aber nicht lang gehen. Also kommt der hier auch nicht durch. Doch! Nee. Ah, aber der kann hier durch. Ah, warte mal. Das können wir schräg lösen. Wait a second. Wir können das von hier aus anfangen. So, aufgeladen. Hier hin. Ich gehe hier lang. Und dann? Das ist eine sehr clevere Lösung. Wie soll da kleine Kinder drauf kommen? Ich habe übrigens gesehen, dass man sich hier einfach verstecken kann. Und dann schnell raus. Und durch. Yeah. Was kriegen wir dafür? Richtig. Einen dicken, fetten, gar nichts. Nee, warte mal. Was zum... Okay, das sind auf jeden Fall Hände und die bringen mich zurück zum Anfangsraum. Das finde ich aber nicht so nett von diesen Händen. So gruselig, krabbeln komisch rum und bringen mich doch mal irgendwie weg? Was soll denn das? Na gut, jetzt bin ich irgendwo woanders. Bin irgendwie jetzt einen falschen Weg gelaufen. Ja, gut. Alles klar, hier draußen komme ich nicht weiter. Bleiben wir drin. Bleiben wir drin und... Ach nee, komm. Ich renne den ganzen Weg wieder zurück. Okay. Übrigens, hier links ist einfach nur wieder ein Rückweg. Mehr ist hier nicht, ist ein Rückweg. Bevor ich mich klein mache, will ich erstmal diese komischen Viecher hier wegkillen und mich hier ein bisschen umschauen. Weil hier gibt es bestimmt auch nochmal ein bisschen was zum Erkunden. Kann man raus? Ja, aber draußen komme ich nicht weiter. Irgendwie muss ich die wegkriegen können. Oh, warte mal, kann ich die wegspringen? Ich glaube, das hat was mit dem Dungeon-Item zu tun, aber ich will es trotzdem mal ausprobiert haben. Einfach nur, damit ich die Option hinter mir habe. Ich kann die Wand hier nicht wegsprengen, oder? Nein. Die Antwort ist und bleibt nein. Das funktioniert nicht. Und kleiner werden bringt mir auch nichts, weil ich hier nicht hochkomme.
Und rausgehen, naja, draußen kann ich noch nichts machen. Vielleicht hast du für später, aber jetzt im Moment komme ich hier nicht weiter und keine Ahnung, wofür das ist? Hm? Nee, warte mal. Warte mal. Das ist doch dieser eine Raum. Warte mal. Hier, hier links da. Oh Gott. Ah, verdammt. Das ist doch hier links direkt der Raum, oder nicht? Kommt man die mal nach unten? Nein, die kann man nicht nach unten, oder? Nee, die Wand sagt auch nichts. Kein Sound. Nö. Eigentlich nicht. Na gut. Ein Ort können wir noch erkunden. Das wäre ganz am Anfang. Ganz am Anfang und dann das linke Tor nehmen einfach. Weil da waren wir noch nicht. Oh, lass mich in Ruhe, ich will keinen Kampf. Genau, da gehen wir noch immer eben schnell hin. Eventuell können wir da noch was bewirken. Hier ganz links, genau, hier ist noch was. Was gibt es hier? Ah, hier gibt es wahrscheinlich einen Schlüssel. Hier gibt es safe einen Schlüssel für mich. Denn ich verdiene das. Ich verdiene den Schlüssel. Aber euch habe ich nicht verdient. Verschwindet, Mann. Ein Auge. Was ich da wohl machen muss. Hm. Ja. Das war relativ offensichtlich, würde ich mal behaupten. Ups. Was zum... Miniboss! Ah, Mini-Mini-Boss, besser gesagt. Aber ja, verschwindet! Hilfe! Ah, zum Glück. Nichts passiert. Geld! Du bist kein Geld! Verschwinde! Geld! Hatte doch Geld. Wunderbar. Okay, dann würde ich mal behaupten wollen... Hilfe, was mache ich jetzt? Das hat mein Geld weg! Alter, mein ganzes Geld weggesaugt, Mann! Oh, ich habe aber 100 Euro wieder zu bekommen. Cool. Na gut, beim nächsten Mal schauen wir uns hier in diesem Dungeon mehr um und finden heraus, wer die Wurzel allen Übels ist und wie wir hier durch die Wände kommen. Bis zum nächsten Mal.